Auch der zweite Auftritt des Komikers Dieudonné in Tours wurde jetzt verboten. Bereits gestern hatte Frankreichs oberstes Verwaltungsgericht den Tourauftakt in Nantes gestoppt. Der 47-Jährige wollte seine neue Tournee Le Mur am Donnerstag starten. In jüngster Zeit versuchte die französische Regierung verstärkt gegen den Provokateur vorzugehen. Frankreichs Innenminister Manuel Valls: Die Zeit der Straflosigkeit für diese Art von Sprache ist vorbei. Wir werden sehr entschlossen handeln. Heute spricht man von schweren Störungen der öffentlichen Ordnung, aber es ist klar ersichtlich, dass diese mit zweierlei Maß gemessen werden. Und dadurch versucht man, einen Menschen zu vernichten. Dieudonné ist bereits wegen Anstiftung zu Hass und rassistischen Äußerungen 7-mal verurteilt worden. In Paris spielt er seit Jahren in dem kleinen Théâtre de la Main d'Or. Manche Linke in Frankreich befürchten dagegen, dass der mediale Wirbel Dieudonné neue Anhänger zutreibt. Sie halten auch ein Auftrittsverbot für falsch, da der Komiker dadurch zum Opfer stilisiert werden könne.